meine lieben Freunde. Cogito ergo sum. Das heißt auf Deutsch: Ich denke, also bin ich. Was verbirgt sich dahinter? Es ist der erste Grundsatz von René Descartes, ein französischer Philosoph und Naturwissenschaftler. Er ist der Begründer der modernen Philosophie, bereits im 16. Jahrhundert, vom 31.03.1596 bis 1.02.1650. Descartes forderte die Menschen auf, nicht daran zu glauben, was andere Menschen die Wahrheit nennen. Vielmehr sagt er: Gehe der Wahrheit auf den Grund, indem du dein eigenes Denken zum Grundsatz nimmst. Man spricht ihm Rationalismus zu, und das ist nichts Negatives, sondern heißt vom Lateinischen übersetzt Vernunft. Seine methodische Begründung ist: Da es immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder fantasiert, nicht mehr zweifeln. Das ist das Fundament, aus dem Descartes versucht, die eigene Erkenntnisfähigkeit wieder aufzubauen. Cogito ergo sum. Dieser Satz gibt uns die Gewissheit, die Wahrheit zu sagen und somit die klare Sicht zu haben und dass man, um zu denken, sein muss. Meine Lieben, das ist der Weg, der uns zur Hypnose führt. Ich möchte euch demnächst einen kleinen Auszug meiner Hypnosearbeit geben. Diese zu veröffentlichen erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung meiner Probanden. Was passiert bei einer Hypnose? Meine Kunden sagen: Sie sagen danach, ich fühle mich nun entspannt und habe ein wunderbares Wohlgefühl. Oder: Ich fühle mich wohl und habe ein sehr ruhiges, angenehmes Gefühl. Welche Wirkung hat Hypnose? Sie ist wirksam auf vielen Ebenen. Beispielsweise können die Ursachen einer Krankheit erkannt werden oder auch die nötige Stärke im Beruf geben, aber auch in der Familie und im Freundeskreis und dergleichen mehr. Ein großes Feld eigener Notwendigkeiten können mit Hypnose behandelt werden. Dieses Feld ist groß und weitreichend. Gibt es Risiken? Hier sage ich ein klares Nein. Nach der Hypnose ist man hellwach, sehr entspannt und fühlt sich wohl. Man schläft nicht, sondern man befindet sich in einer angenehmen Trance. Ja, man bekommt alles mit, was geschieht. Autofahren? Ja, man ist absolut fahrtüchtig. Abschließend ist dieses zu sagen: Der Mensch hat seine eigene Persönlichkeit und kann mit Hilfe seines eigenen Unterbewusstseins fast jedes Ziel oder Veränderung positiv erreichen. Noch Fragen dazu? Lasst es mich wissen. Ich antworte gern. Und schaut euch demnächst die Videos an, wie eine Hypnose abläuft. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.